Hallo und guten Tag. Im letzten Video habe ich Ihnen ja gezeigt, wie Sie Plus- oder Minusstunden berechnen können mit einer Formel und Sie wandeln das hier oben in Dezimalzahlen. Dann bekommen Sie hier bei meiner Rechnung 0,25, also eine Viertelstunde im Minus raus. Um das vielleicht gleich optisch darzustellen, was Minus oder Plus ist, kann man auch hier mit der bedingten Formatierung arbeiten. Das heißt, ich markiere diese Zelle, bin im Register Start, gehe auf meine bedingte Formatierung und habe hier Regeln zum Hervorheben. Größer als oder kleiner als würde ich nehmen. Aber ich nehme das in diesem Fall nicht, weil ich will ja den Wert 0 auch abgleichen. Deswegen sage ich mal, ich mache eine neue Regel. Und zwar nur Zellen formatieren, die enthalten Zellwert. Wenn der größer oder gleich 0 ist, das mache ich nämlich deshalb auf diesem Wege, weil bei dieser anderen Formatierung, was ich eben gezeigt habe, was schon schön vorgegeben ist, da kann ich den Wert 0 nicht richtig darstellen. Das heißt, ich möchte ja ab 0, das heißt, das ist ja auch schon positiv, möchte ich ein Ergebnis haben und bei dem anderen würde bei 0 eben nichts rauskommen. Das heißt, ich nehme hier die Schriftfarbe, ich suche mir hier was aus, ich nehme mal, wenn es positiv ist, also gleich oder größer 0, dann soll hier blaue Schrift kommen, die soll fett sein. Und das soll vielleicht auch noch farbig hinterlegt werden. Okay, das ist meine erste Regel, die ich habe. Das muss ich erstmal mit OK bestätigen. Jetzt gehe ich nochmal in die gleiche Geschichte rein, setze nochmal eine neue Regel. Wieder nur Zellen, die formatieren, die enthalten. Zellwert ist kleiner als 0, nehme ich in diesem Fall. Kleiner als 0. Dann kann ich nämlich den Nullwert auch abgleichen. Und wenn das kleiner als 0 ist, das heißt, ich bin im Minus, dann möchte ich das vielleicht hier so rosa ausgefüllt haben und die Schrift soll rot sein und auch fett. Und das Ganze bestätige ich mit OK. Jetzt kriege ich hier raus minus 0,25 und das ist rot hinterlegt. Wenn ich hier jetzt länger gearbeitet habe, zum Beispiel bis 16 Uhr, dann wird das Ganze blau. Und wenn ich jetzt hier nur gearbeitet habe bis 15 Uhr, dann ist es in diesem Fall auch blau, weil es ist ja 0. Und wenn ich nämlich diese einfache Formatierung hier genommen hätte, die schon so schön vorgegeben ist, dann hätte ich den Nullwert nicht abgleichen können. Deswegen habe ich es praktisch mit der neuen Regel gemacht, um auch diesen Nullwert abzugleichen. Das heißt, wenn Sie mal irgendwelche Berechnungen machen und Sie möchten gleich, muss ja nicht die Stundenberechnung sein, kann ja auch was anderes sein, das Ergebnis optisch hervorgehoben haben durch Einfärbung dieser Zellen. Dann können Sie also auch eine Regel setzen. Sie können hier, habe ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt, ganz viele verschiedene Sachen nehmen. Hier gibt es also auch Datenbalken und Farbskalen, die hier vorgegeben sind. Aber in diesem Fall finde ich das mit dem Rot und Blau doch am passendsten. Je nachdem, wie man es braucht. Wenn ich Ihnen mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Danke und tschüss.